auf unsere Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Cedric Wermuth, Co-Präsident von der SP und Aargauer Nationalrat. Ich glaube, zum dritten Mal. Ja, weil ich richtig gezählt habe. Das erste Mal ohne Aargauer Wein. Das stimmt. Ich habe festgestellt, das Skandal tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe das Gefühl, wir schon, wenn wir hier in der Nähe von der Galerie des Alpes sind. Das ist ein Argument. Walliser Wein. Der ist aus der Galerie des Alpes. Der ist aus der Galerie des Alpes. Das ist okay. Das Restaurant vom Bundeshaus. Nicht subventioniert, also wie in anderen Parlamenten. Ich habe gehört, in Italien muss es ganz schlimm das sein. Das habe ich auch schon gehört, ich will es aber noch nie ausprobieren. Genau. Zum Wohl. Merci für den Besuch. Danke dir, Adi. Im ehemaligen Journalistenzimmer. Ich habe heute neu gelernt von Ihnen. Oder? Also wir sagen immer noch Journalistenzimmer, weil wir, manchmal muss man an Begriff festhalten, wie am Begriff liberal. Das kennen wir gut. Wenn andere den wollen usurpieren, muss man festhalten. Oh, muss ich Ihnen ein Buch geben, das ich jetzt gerade gelesen habe. Ja, über Liberalismus. Über den Nicht-Zusammenhang zwischen kapitalistischer Wirtschaftsentwicklung und liberalem Gedankengut. Das ist sicher sehr interessant. Aber über das wissen wir heute nicht, oder? Das ist gut. Sonst stellen alle wieder ab. Wir müssen über zwei aktuelle Themen reden, ja. Nämlich über OECD-Mindeststeuer und über das Klimaschutzgesetz. Der 18. Juni, grosser Tag. Könnte grosser Sieg geben für die SP, ausser beim Mindeststeuer. Dort haben wir bis jetzt ja immer wieder Abstimmungen gewonnen. Immer wenn es um Steuern gegangen ist, die Bürgerlichen versteinern die Hilfe, die SP kommt. Und jetzt passiert nichts. Ihr könnt nicht mobilisieren irgendwie. Warum nicht? Ja, so wenn das Einzige, was die Bürgerlichen durchbringen, eine Steuererhöhung ist. Das ist ein grosser Konzern. Zu meinem Leidwesen. Dort schlafe ich relativ gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es ist ein völlig unterbeleuchtetes Dossier. Einerseits auch von uns. Wir haben uns strategische Gründe entschieden, das nicht so hoch zu fahren wie anderen. Ja. Aber nicht wegen der OECD-Mindeststeuer, sondern wegen dem Klimaschutzgesetz. Wir wirklich gesagt haben, wir müssen das Klimaschutzgesetz durchbringen, sonst haben wir ein massives Problem, sonst können wir keine Klimapolitik machen. Da reden wir nachher dann noch in dem Land, genau. Darum haben wir priorisiert, haben wir gewusst, schmerzhaft. Darum hat ja die Geschäftsleitung auch ursprünglich mal Stimmfreigabe vorgelegt. Und es ist auch ein Dilemma. Ich will das gar nicht verstecken. Wir wollen ja die Mindeststeuer, die kommt. Drittens muss ich schon sagen, ich bin schon länger nicht mehr mit so vielen Halbwahrheiten konfrontiert in der Abstimmung, wie wir es jetzt gesehen haben, auch von behördlicher Seite. Auf das sind wir wahrscheinlich zu wenig gut vorbereitet gewesen. Man soll nie die Verantwortung sein, immer peinlich. Man sagt, die anderen sind schuld, das ist es nicht. Wir haben das ein bisschen unterschätzt, wahrscheinlich. Also, jetzt geht es ja wieder um eine Verfassungsgrundlage, die Mindeststeuern festlegen für grosse Firmen auf 15%. Und der Mehrertrag müsste zu 25% abgeliefert werden am Bund, wird verteilt an Kantone, die keine so Firmen haben. Ja. Ich meine, das ist doch, also Umverteilung findet ihr doch gut. Seit 700 Jahren. Das wird aber nicht umverteilt. Das ist aber genau das Problem. Jamal. Nein, in zwei Hinsicht. Also erstens sind die 25% vom Bund ja reserviert für sogenannte Standortförderung. Wir haben im Parlament gesagt, okay, da wollen wir wissen, was es ist. Wir haben vorgeschlagen, Kita, AV-Finanzierung, alles runtergeht. Ist völlig klar, man will das mehr oder weniger direkt in die Konzernzentrale zurückleiten. Das ist die Idee. Und genau das Gleiche passiert leider jetzt auf Kantonsebene. Fast die Hälfte, zwischen 40% und 50% schätzungsweise, von diesen Rückzahlungen gehen in zwei Kantone. Wo das Basel Stadt und Zug. Basel Stadt und Zug. Und Zug hat das unter anderem angekündigterweise jetzt bereits reserviert für internationale Schulen und Steuersenkungen für vermögende Personen. Das müsste ihnen ja passen. Entsprechend. Und dann haben wir gesagt, das ist nicht die Idee. Die Idee von dieser Mindeststeuer ist, dass die gesamte Bevölkerung endlich etwas zurückbekommt, weil die hat jahrelang zu viel Steuern gezahlt, weil sich die Grossen aus der Verantwortung genommen haben. Und das ist eine Umkehr von der Idee von dieser Steuer. Darum finden wir zwar die globale Mindeststeuer richtig, aber diese Umsetzung ist doch recht eine absurde Variante. Also, der Kanton Zug, der Herr Tändler, hat das in einem Interview auf nebelspalter.ch angekündigt. Und vor allem hat er gesagt, wenn es ein Ja gibt, dann werde ich die Steuern sofort auf das 15%-Niveau tun. Ja. Und dann gibt es gar keine Differenz. Dann kommt der Bund gar nicht über. Neuenburg macht das Gleiche, steht heute in der NZZ. Also, irgendwo ist es so verquer. Das ist ja, Steuersätze sind kantonale Angelegenheit. Und dort gibt es ja überall auch eine sozialdemokratische Partei. Wir haben, also erstens ist das die Führung von einer Bundessteuer. Das ist meines Erachtens die erste Bundessteuer in der Geschichte der Menschheit, wo der Bund die Minderheit der Einnahmen bekommt. Das ist schon mal per se relativ absurd, wenn man das sieht. Das ist eine Bundesregelung, ja. Nein, es ist per Gesetz, per Verfassungsbestimmung eine Bundessteuer. Mhm. Und ich finde mich sofort in den Kantonen. Wenn die Kantone sagen, wir wollen auf 15% rauf, dann kann man das machen in allen Kantonen.
Bisher, bis zum Abstimmungstag, hat es ja immer geheißen, das ging nicht, weil dann wäre man, würde man den internationalen, interkantonalen Steuerwettbewerb derart unter quasi schleifen, dass das sei inakzeptabel für die Bürger. Das zeigt eine von den vielen Inkonsistenzen. Im Abstimmungskampf sind die Argumente von der Pro-Seite um 180 Grad geswitcht in diesen Fragen. Dann von wo zu wo müssen Sie erst erklären? Also vor dem Abstimmungskampf hat es geheißen, unmöglich für Kantone, die Steuersätze selber zu erheben. Es braucht eine Bundesregelung. Jetzt plötzlich sagt man, es ging auch ohne. Man hat uns vor dem Abstimmungskampf ist immer klar gewesen, da wird es Übergangsfristen geben in der Europäischen Union. Die Umsetzung dauert lang. Im Abstimmungskampf hat es plötzlich geheißen, das muss alles am 1. Januar 2024 stehen. Wie wissen wir heute alles, ist einfach so, sagen wir, hart an, was man noch hat, zulässig. Da bin ich bei Ihnen, weil das stimmt also, einfach nicht. Nein, in der Europäischen Union wird es Länder geben. Estland hat bereits ein Gesuch gestellt. Die haben eine Ausnahmebestimmung sogar bis 29. Genau, Malta, andere Länder werden auch noch kommen. Oder das, sie kommen in der Regel in der EU und das immer erst im letzten Moment. Ja, oder? Das ist ja richtig. Die USA kommt sowieso nicht. Das ist auch noch klar. Ich befürchte, dass das zumindest sehr lang geht. Ja. Und auch Kantone können das selber machen. Also, meine, ja, es gibt keinen Grund, warum der Bund überhaupt legiferiert. So würde ich nicht gehen. Das ist eine Argumentation. Ich habe natürlich gesagt, es ist richtig, dass der Bund legiferiert, aber er muss die Rückverteilung so vornehmen, dass sie in die Taschen der Menschen fließt, also beispielsweise Krankenkassenprämienverbilligung oder von mir aus in die HV-Finanzierung. In die Taschen der Menschen sagen Sie ja immer, wenn es Projekte sind, die Sie gut finden. Ja, natürlich. Ich bin nicht. Aber das sind doch nicht Menschen, es sind einfach Ihre politischen Ideen. Nein. Die sind Menschen ja, nicht beides, gefragt. Aber meine politischen Ideen sind ja, die Sozialdemokratie vertritt ja immer die Interessen der grossen Mehrheit der Bevölkerung. Nein. Im Unterschied zu den Bürgerlichen. Sonst hätten sie ja nicht 20%, sondern 100%. Das ist eines von der ganz grossen unerklärten Phänomenen. Warum schaffen wir es nicht, dass Menschen in ihrem eigenen Interesse sozialdemokratisch wählen, der Grossteil davon. Ja. Da bin ich bei Ihnen. Wenn ich die Antwort... Das ist die doppelte Entfremdung, hat der Herr Marx. Zum Beispiel, ja. Wenn ich die Antwort hätte, die wäre einiges wert. Es ist doch so, weil es eben nicht stimmt. Ihre, also zum Beispiel, sie, wo stimmt es denn nicht? Ja, die Leute wissen ganz genau, dass wenn man sie in Kita-Plätze umlenkt, in Velowege, die Gelder und in Krankenkassenprämie, dass das Problem nicht gelöst wird. Warum? Ja, weil man tut dann einfach mehr anders finanzieren, aber die Kosten steigen gleich weiter. Das spüren die Leute im Land. Nein, es ist ja gerade das, was Sie erwähnt haben. Also Velowege haben wir jetzt übrigens nicht vorgeschlagen in dem Gesetz, aber wenn Sie Kita und Prämie haben Sie ja erwähnt. Ja. Bei Kita und Prämie ist ja genau das Phänomen, dass die Kosten sowieso da sind. Wir streiten uns ja nur über die Verteilung, wer trägt sie. Also, man könnte ja etwas gegen die Ursache tun. Gegen Kind, meinen Sie für Kinder? Nein, gegen ja, die Ursache von der höheren Kosten. Das ist die Ursache, dass Menschen Kind haben. Nein, die Ursache ist eine höhere Regulierung, vor allem in den linksgrünen Städten, wo man keine Kita auftun darf, wenn man nicht 7 behindertengerechte Toiletten hat. Nein, die Ursache ist, dass Kita schweineteuer ist. Wir haben zwei Kinder, 2 Tage in der Kita gehabt, unsubventioniert, zu Recht. Das kostet 25'000 Stutz im Jahr. Ja. Also das muss man sich zuerst leisten. Und heute könnte sich das in vielen Gemeinden, wo das nicht ausgebaut ist, Leute leisten, die sich das können. Das ist nicht in Ordnung. Das ist für die Kinder ein Nachteil, das ist für die Eltern ein Nachteil, führt zu einem Nachteil auf dem Arbeitsmarkt und wieder zu tieferen Einkommen. Mhm. Und dort wäre es richtig. Und die Kosten stehen ja sowieso. Heute tragen die Familie, das müsste Ihnen als Konservative ja wehtun, de facto die Kosten von der Kindererziehung und Betreuung selber, obwohl das auch eine gesellschaftliche Leistung ist. Irgendjemand muss in seine Häuser auch später noch bauen, die AHV zahlen. Mhm. Kinder sind auch ein gemeinschaftliches Projekt. Und das ist nicht okay. Sie sind nicht nur ein Kostenfaktor. Nein, aber auch. Natürlich. Und ein Kostenfaktor sind sie, da bleibe ich wegen der Regulierung. Es ist wahnsinnig teuer. Und dann ist bis ins letzte Detail reguliert, wie diplomierte Betreuungspersonen. Sie müssten sogar noch teurer sein, weil heute die Löhne von vielen Leuten, Frauen, die in den Kitas arbeiten, inakzeptabel tief sind. Also, wir haben Kinder einer Tagesmutter ganz viel günstiger gesehen. Haben wir auch, übrigens in unserer Initiative drin. Das ist so. Das muss man nicht auch noch subventionieren. Wenn man will, dann kann man, finde ich, kann man das unterstützen. Mehr Wettbewerb wird die Preise senken und die Qualität erhöhen. Das war ja noch nie der Fall. Gerade bei den Kitas. Sogar bei Weisswi ist es der Fall. Bei Weisswi stimmt es. Bei Bier übrigens auch. Stimmt okay, auch. Ja. Das ist wahr. Das Aufbrechen vom Bierkartell. Genau. Ja, das stimmt. Jetzt tun wir das Kita-Kartell. Aber das ist nicht das Gleiche. Weil sie können, dort der Unterschied ist. Das ist ein grosser Unterschied. Die Care-Arbeit können sie nicht unendlich rationalisieren, weil sie können nicht das Kind schneller erziehen. Irgendwann gibt es eine Grenze. Es gibt gar keine Möglichkeit. Die grosse historische Shift vom Kapitalismus ist ja, dass man nicht mehr mit Marktdifferenzen Gewinn macht, also man kauft billig und verkauft es teuer, sondern man hat im Produktionsprozess anfangen rationalisieren. Schneller, rationeller. Das ist technologischer Fortschritt. Man sagt Innovation. Das kann man auch Innovation nennen, das ist richtig.
Aber das können sie im Bereich von der Pflege oder von der Kita können sie das nicht machen. Sie können nicht Kinder schneller füttern am Mittag. Es gibt eine natürliche Grenze. Darum werden die Kosten relativ zur Industrie immer steigen. Also ist es per Definition eben keine Marktlösung möglich. Gut, aber man könnte natürlich die ganze eben, die administrative Aufwand und den baulichen Aufwand und so, könnte man streichen, oder? Da, wenn man Lösungen findet, die nicht auf Qualität gehen von der Betreuung, bin ich der Erste, der dabei ist. Okay, gut. Dann haben wir schon etwas gefunden. Grossartig. Ja, das ist gut. Also, das ist übrigens immer so ein Running Gag im Bundeshaus. Ich war lange in der SPK, Staatspolitische Kommission. So eine pro Legislatur bringen die Bürgerlichen einen Regulierungsabbauvorschlag, dann muss man so eine Riesenkommission gründen, die das Gesetz überprüfen. Ja, das stimmt. Wissen Sie, wie viele Gremien der Bund hat zum Regulierungsabbau? 16. Ich habe es mal zählt für so eine Diskussion. Und wissen Sie, wo es immer scheitert? Immer dort, wo die Interessensverbände drin sind. Und zwar, Linke wie Bürgerliche, gibt es keinen Unterschied. Immer wenn sie die Interessensverbände fragen, heisst es auf dem Papier weniger Regulierung. Und wenn es dann ums Detail geht, das ist richtig. Weil es ist auch immer das ein ist Schutz Dilemma vom Liberalismus. Von ihrem Gerb. Ja. Und das ist natürlich, weil Freiheit ist letztlich ein Common Good, oder? Und die Lobbyisten, die haben kein Interesse. Weder die von den Banken, noch die von den Detailisten, noch die von den weiss nicht was. Wenn sie mal eine Marktposition haben, haben sie am Markt selten noch Interesse. Mein Motto ist darum, liberal und in Schönheit sterben, oder? Also das ist einigermaßen. Aber gut. Okay. Merken wir's. Wir gehen zurück. Ja, es ist früher ist ja das die Position der Sozialdemokraten, dass sie immer verloren haben. Aber jetzt gewinnen sie. Das hätte ich also gemerkt, wenn wir immer würden gewinnen. Das wäre mir auffallen. In der Sondersession haben wir da Zeug durchgebracht. Das ist ja Wahnsinn. Das gibt ja alles im Ständerat wieder. Gut. Das habe ich beim Podcast Bern einfach auch gesagt. Ist nicht so gewesen. Oder mal. Wir müssen es jetzt beobachten. Irgendwie eine nächste Woche kommt es mit Boni-Geschichten und so, die kommen die nächste Woche. Ja, natürlich. Und dann noch ein Vorstoss aus der Mitte, Lorenz, Buss gegen Firmen. Das ist ja Wahnsinn. Einer, der sich konservativ gibt und so. Das ist mir kommt Lenin in Sinn, nützlich ein Idiot. Nein, das ist nicht so. Also, einfach, die Sozialdemokratie hat die Idee immer zu früh, den ganzen 20 Jahre, und dann verkaufen sie bürgerlich als ihre Idee. Gut, und sie machen dann mit und denken, es ist super geil. Lächelnd freundlich, das haben wir bei der AHV schon so gemacht. Gut. Machen wir immer. Gut. Jetzt gehen wir zum zweiten Thema, Klimaschutzgesetz. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, tun Sie mich korrigieren, ich habe noch nie einen Abstimmungskampf erlebt, wo die Befürworter von einem Gesetz die Folgen von diesem Gesetz derart abtemperiert haben, es wird keine Abgaben geben, es wird keine Steuern geben, es wird gar nichts passieren, ihr könnt ja stimmen. Tönt doch ja, bitte, tönt ja stimmen, es passiert nichts. Das würde ich nicht sagen, dass wir das behaupten. Ich glaube, wir haben, oder zumindest unser Teil ist ja immer ein parlamentarischer Kompromiss, haben wir ja gesagt, und das ist wirklich sehr ernsthaft, wir haben die Ohrfeigen, die wir bekommen haben, Anfang der Legislatur, zum CO2-Gesetz sehr ernst genommen. Das müssen wir auch. Und dort meine ich, ich würde das Gesetz als parlamentarisch machbaren Kompromiss bis heute verteidigen, aber es hat ganz massive Gerechtigkeitslücke in dem Gesetz drin gehabt, die Menschen gemerkt haben. Die Menschen haben gemerkt, wenn man den Benzinpreis um 12 Rappen erhöht, ändert sich mein Verhalten nicht. Ich zahle für das Gleiche wie vorher einfach mehr. Das haben wir in den letzten Monaten ja gesehen. Also haben wir gesagt, okay, wir kehren die Logik, wir machen zuerst ein Angebot. Wir tun zuerst, der Staat wird zum Dienstleister, Service Public. Das ist ja das, was dann einige Liberale wieder hässlich gemacht haben. Das hat ein Angebot machen, staatliche Innovationsförderung, Heizungsersatzprogramm. Und erst nachher schauen wir über die üblichen Methoden, wie wir es finanzieren. Und das ist der richtige Weg. Das ist die Umkehr. Das ist eben nicht mehr der moralische Zeigefinger, wo den Leuten sagt, das Plastiksäckchen, das du in den Migros heimnimmst, verursacht Klimakatastrophe, was richtig ist, sondern wir müssen die Funktionsweise von unserer Wirtschaft ändern. Mhm. Und dann stimmt es, und das tut uns quasi als Linke ja bis zu einem gewissen Grad auch weh, wir haben zwei sehr substanzielle Teile drin. Das ist das Heizungsersatzprogramm und die Innovationsförderung. Und der Rest ist zuerst einmal eine Zieldefinition. Und was korrekt ist, ist, was man dann sagt, wenn die Zieldefinition konkreter wird, also wenn sich aus dem Niederreichen, was wir ja nicht hoffen, von einem Absenkungsplan bis 2050 neue Aufgaben ergänzt, dann wird man das nicht einfach mit dem Gesetz machen können, sondern dann gibt es neue Vorlagen. Und in dem Sinne ist das Gesetz nicht wahnsinnig ambitioniert, das kann man nicht behaupten, aber es ist sicher ein Einstieg, ein Entscheid, den Entscheid von Paris wirklich gesetzmäßig zur eigenen Aufgabe zu machen. Das ist auch richtig. Aber jetzt all die Bürgerlichen, die jetzt umeinander laufen und sagen, ja, stimmt ja, weil es keine Steuern, weil es keine Abgaben bringt, weil es nichts kostet und überhaupt. Ich meine, auf die können sie ja nicht bauen. Also mit dem Gesetz stimmt das ja.
Das Gesetz wird ja, nicht klar, dafür sorgen. Mit dem, was am 18. Juni auf dem Papier sozusagen steht. Ja. Und in der Schweizer Demokratie ist das insofern immer legitim, wenn klar ist, über ein Gesetz, wo dann zum Beispiel Abgaben drin wären, würden wir wieder abstimmen. Ich bin dann einfach gespannt, was die Bürgerlichen machen. Ich meine, die werden dann mit dem, was sie jetzt gesagt haben, in einen kompletten Konflikt geraten. Und sie werden, also ich meine, sie könnten die voll angreifen. Ich freue mich auch darauf. Das spielt ja auf die Formulierung, oder sie haben ja Angst, wenn ich das richtig verstehe, vor der Zielformulierung, die im Gesetz drin ist, wo ja, uns auch wieder verpflichtet, das nochmal anzuschauen in ein paar Jahren, falls es nicht erreicht. Nein, und Sie, oder? Meine, eure Seite, Sie haben, glaube ich, mal von unserer Federal gesagt, es braucht Abgaben und es braucht Verbot, oder? Ja, das glaube ich nach wie vor, ja. Oder? Kommt mit dem Gesetz nicht, aber braucht es nach wie vor. Und ich meine, Sie werden vermutlich schon am Sonntag, wenn es ein Ja gibt, werden Sie schon am Sonntagabend in der Arena sagen, und jetzt kommt das. Das ist jetzt tatsächlich nicht auf dem Plan. Nein, das ist nicht die Idee. Also, wir haben ja, das sind wir transparent. Wir haben machst du bald das Glättli für Sie. Das kann sein. Wir haben ja die nächste Vorlage. Wir haben unsere Klimafondsinitiative, die sagt, man muss die Logik noch viel mehr ausbauen. Bis zu 1% vom schweizerischen Bruttoinlandprodukt investieren, auch mit Umschulungsprogrammen. Ich glaube auch, dass Verbot der demokratische richtige Weg sind. Mhm. Abgaben, in dem Sinn, bin ich kein grosser Fan davon. Weil Abgaben immer die belastet, stärker, die weniger haben, logischerweise. Darum finde ich, wenn, dann muss es steuerfinanziert sein. Ich glaube nicht, das ist wahr. Also, das ist sicher wahr. Mit dem Gesetz ist die Klimapolitik von der Schweiz nicht abgeschlossen. Das würde nicht stimmen. Aber es steht nicht mehr drin, als wirklich drin steht. Und das, was jetzt einfach recht verbreitet wird, man würde da quasi das Fleischverbot in den Bundesrat in Eigenregie erlassen. Das wissen wir ja auch. Also, das stimmt einfach nicht. Nein, das gehe ich auch nicht davon aus. Aber es hat schon ziemlich viel. Also, vor allem im Finanzplatz. Ist ja da müssen Sie zufrieden sein. Nein, da haben wir eigene Initiative, auch noch, wo wir dran sind, wenn wir nicht zufrieden sind. Aber im Gesetz steht schon, der Bundesrat sorgt für. Das ist ja ziemlich. Ja, aber der Bundesrat sorgt für. Also, das wissen wir, das haben wir. Der Bundesrat hat in den letzten Jahren auch schon können. Und das sind alles freundliche Hinweise am Finanzplatz gewesen, mehr nicht. So. Ja, Ihrer Meinung nach ist gar nichts passiert. Viel zu wenig. Also das zeigen, meine, Sustainable Finance ist ein riesiges Thema. Viel zu viel Greenwashing. Das riesige Problem. Immer dann, wenn Ihnen ein Bankier sagt, Klimapolitik und Geld machen lassen sich verbinden, muss man extrem hellhörig werden. Das finde ich auch. Er soll das gar nicht sagen. Weil es gibt einen Trade-off. Business of Business ist Business. Ja. Ja, und es gibt einen Trade-off, und wir werden müssen, also wir sind dran, einen Text formulieren für eine zweite Volksinitiative, wo wir den Finanzplatz massiv in Schranken weisen, was das angeht, was wir noch machen. Okay, dann finanzieren es einfach andere. Aber Entschuldigung? Wenn irgendwie Schweizer Finanzinstitute sich zurückziehen, aber das ist der Totschlag gegen alles. Das können Sie immer sagen. Ja, aber beim Finanz, also es gibt natürlich Orte, wo es relativ volatil ist und relativ einfach ist. Warum soll das nicht ein Vorbildprojekt werden? Ja, die Frage ist ja, was Politik bewirkt am Ende. Also oder? Einverstanden, das ist zugegebenermaßen eine gute Frage. Oder wenn es nichts bewirkt, also wenn es wirklich einfach nur dann mehr ziehen Geld zurück und irgendwie, was auch nicht, Chinesen, Amerikaner strömen rein. Sie setzen doch auf ein Ross. Also klar, es ist eine symbolische Abstimmung dann für Sie. Aber es ist dann was ist eine symbolische Abstimmung? Wenn Sie so eine Initiative bringen, die sagt, der Finanzplatz muss wirklich grün werden. Ja, nein. Also wir haben in dieser Initiative dann auch konkrete Instrumente. Dort hat es einen Gesetzesauftrag, wie man das machen muss. Da sind wir im Moment auch Varianten am Anschauen. Was kann man verlangen? Okay. Jetzt die beiden Massnahmen, die Sie alle toll finden. Wärmepumpen einbauen. Gebäude sanieren. 100% Mitnahmeeffekt. Nicht 100%, aber auch. 95%. Das ist jetzt also eine von diesen Schätzungen. Es macht ja so, bei den Bestellungen von Wärmepumpen, ja, können wir gar nicht damit liefern und wir haben gar nicht die Leute, um die zu... Das ist das Problem. Das wird sich aber durch die Unterstützung vom Bund ja eher entschärfen als lösen. Weil das schafft Planungssicherheit für die Unternehmen. Wenn man weiss, es gibt Bundessubventionen, damit sind auch die Ausfälle kleiner, das Risiko für die Privaten, die das machen, sind kleiner. Das ist mir klar. Also wir haben mit dem Klimaschutzgesetz, das ist ja quasi auch innerhalb von der Linken eine Diskussion gewesen, nehmen wir auch Leute mit, die es wahrscheinlich nicht nötig hätten. Das sehr ist viele Leute, oder? Ein Teil, das wird Einfamilienhäuserbesitzer, ja. Das ist so. Ist das die neue Klientel von euch? Nein, aber das ist in Ordnung. Also ich glaube, manchmal muss man die politischen Kompromisse eingehen und um den Weg einschlagen und sagen, der Klimaschutz
muss jetzt ein Angebot an die gesamte Bevölkerung werden. Und gerade die obere Mittelklasse haben mit ihrem Lebensstil eine besondere Verantwortung. Man hat das politisch auch so zugelassen. Man hat wenig Angebote geschaffen für eine nachhaltige Lebensweise. Jetzt machen wir es. Das ist Teil vom Job. Und das werden wir nachher auch über die Steuerprogression auch von diesen Leuten teilweise wieder refinanzieren. Das ist in Ordnung. Neben der Klimafondsinitiative und der Finanzplatzinitiative, die Sie so ein bisschen am Entwerfen sind, was gibt es denn auf Gesetzesebene für Forderungen, was man denn macht, wenn es durchkommt am 18. Juni? Das würde ich Ihnen dann am 18. Juni fortfolgen. Das ist jetzt aber schade. Selbstverständlich. Nein, das ist klar. Das heisst aber, dass Sie nicht ganz ehrlich sind. Ich meine, die Bürgerinnen und Bürger müssen doch jetzt Ja oder Nein stimmen und wissen nicht, was nachher passiert. Ja, doch, natürlich. Also, wir haben ja dran. Mantelerlass ist am Laufen, Solaroffensive ist am Laufen. Sind Sie denn zufrieden mit dem Mantelerlass? Das sehen wir den ganzen Tag. Das ist so das grosse Gesetz, das man rasch erklären muss. Oder wo drin steht, was man fördern mit Solarenergie, mit Windenergie. Im Moment geht es zwischen Ständerat und Nationalrat auf und ab. Wir müssen es wirklich am Schluss beurteilen. Gleichzeitig sind Sie ja für, in der Sondersession für die WKK-Anlagen. Ihr Fraktionschef hat in der Sonntagszeitung gesagt, 10% vom Strom werde in Zukunft fossil hergestellt. Das ist doch absurd. Ihr macht auf Klimaschutz und 10% vom Strom mit Öl und Gas produzieren. Ja, aber das wäre ja schon mal substanziell besser, als wir das heute haben. Erstens, und das wäre ja auch besser für den Klimaschutz. Es wäre für eine Übergangsphase. Und das gibt verschiedene Modelle. Wir sind einfach nicht so, dort sagen wir, okay, es zählt die mittlere von mir aus Frist. Die lange zählt nicht mehr, die haben wir verpasst, aber es zählt die mittlere Frist. Jetzt legen wir übrigens in diesem Gesetz auch zeitlich genau fest, was wir damit meinen. Und wie wir dort hinkommen am Schluss, dann ist das am Schluss denn das nicht die relevante Frage. Mal. Ist doch relevant, ob wir jetzt neu. Ja, lieber ohne, einverstanden. Aber wenn es nicht anders geht, dann sind wir so weit, sind wir kompromissbereit. Wenn wir die AKWs abgestellt hätten, wie ihr wollt, dann müssen wir noch viel mehr so fossile Strom. Nein, das ist Eingeständnis. Wenn wir früher einen klaren Ausstiegsplan hätten, wären wir auch schneller gewesen, die Solaroffensive, die Energieeffizienz. Das haben wir halt einfach nicht gemacht. Ja, man hat es nicht gemacht, weil es sich nicht rechnet. Ich weiss es. Man hat es nicht gemacht, weil es keine klare, von mir aus Anreize oder gesetzliche Bestimmungen gegeben hat. Verbot sind die grössten Innovationsförderer. Das haben Sie schon, das ist grossartig. Haben Sie schon behauptet? Ja, genau. Letztes Mal haben Sie sogar noch gesagt, es sei liberal. Natürlich sind Verbote liberal. Wieso? Weil Verbote alle gleich treffen. Anreizsysteme sind ja gerade nicht sind, liberal. Ja, nein, sie sind egalitär. Das ist ja eigentlich, das hat der Liberalismus. Aber egalitär und liberal ist nicht das Gleiche. Das ist wahrscheinlich der Unterschied, den wir haben, oder? Ich würde sagen, die liberale Idee funktioniert nur egalitär. Ich bin damit aber einverstanden. Die sich in der Geschichte in der Regel liberal genannt haben, haben auch nie Egalitarismus gemeint. Sie meinen immer nur ihre eigene Freiheit, was nie die Freiheit vom breiten Volk ist. Einfach nicht egalitär im Resultat, aber auch an der Voraussetzung schon. Immer, das ist nicht das Gleiche, oder? Der liberale Deal war ja immer, wir sorgen dafür, dass es nach wie vor wir selber in einer gehobenen, elitären, herrschenden Position sind. Und man sagt den anderen, es gibt eine Rechtsgleichheit, aber wie sie raufkommen, müssen sie selber schauen. Genau. Das ist ich sage immer, wenn mich jemand fragt, warum ich liberal bin, sage ich, damit meine Kinder ihre Träume und Talente können ausleben können, ohne dass sie den Cedric Wermuth mit Fragen vorgetragen haben. Ich muss niemanden fragen. In einer sozialdemokratisch-liberalen Gesellschaft. Das wäre ja, mal. Ihnen geht es doch um die Macht. Und um können dann durchreden. Macht ist ein Mittel zum Zweck. Genau. Ja, nie einen Zweck haben für sich. Und dann ist es am Schluss, aber sind wir in einer Orwellschen Dystopie, wo alle Sachen reguliert sind. Da sind wir jetzt ja dran, weil der Liberalismus in sehenden Augen in eine multiple Krise hineinläuft, vom Krieg über die Pandemie bis zur Bankenkrise, müssen wir überall dann sehr dystopisch mit Exekutivmacht durchregieren. Ja, das ist nicht so. Wir können schon über die Bankenkrise reden. Ich finde, das ist ja wahnsinnig. Die Medienkonferenz und was da abgelaufen ist. Es war ein grosses Kino, oder? Grosses Kino. Und ich muss schon sagen, und jetzt auch das Interview mit dem Herrn Kielholz, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Ich habe nur den Titel gelesen, ehrlich gesagt. Das Interview ist nein, im Interview sagt er, ja, es wird, Nationalbank wird Lender of Last Resort, also letztlich Retter am Schluss. Also kann man neu das, jetzt, oder was? Sein, und das wird sowieso wieder der Fall sein. Das ist natürlich eine Kapitulation. Ich finde es eine Katastrophe. Jetzt für meine Sicht. Oder? Wieso? Das ist ja völlig logisch. Im Zyklus muss sich ja eine Bankenkrise wieder ereignen. Ein Scheitern gehört ja zum liberalen Modell. Ja, aber das Auffangen durch die SNB und den Staat ist eine Katastrophe. Das meinst du? Ist eine Katastrophe für meine Seite. De facto sind Banken. Und meine Seite tut überhaupt keinen Hirnschmalz verwenden darauf, warum das passiert. Oder? Durch die Fehlallokation von Geld, das viel zu günstig ist. Letztlich durch
staatliche Geldpolitik natürlich. Nein, aber das ist unsere Seite ideologisch viel zu schwach, um das zu benennen. Weil Banken halt einfach de facto eine parastaatliche Institution sind. Das ist Service Public. Ja, genau. Sind ja voll bei Ihnen in dem Fall. Ja. Absolut. Weiss es Bankiervereinigung? Bin nicht sicher. Aber die Bankiervereinigung wird sicher das Gespräch hören. Und darum, ich hoffe es. Ja. Aber ja. Und dann schauen wir, wie die nächste Bankenkrise kommt. Werden Sie das ausschlachten? Ja, natürlich, haben Sie schon probiert, so immer im Wahlkampf. Ich habe immer davon gewarnt. Ich habe immer gesagt, ich halte die These erstens für falsch, dass das uns automatisch nutzt. Ja. Die These grundsätzlich, die Idee, also ich lehne die Idee ab, dass etwas Schlimmes muss passieren, damit die Sozialdemokratie gewinnt, stimmt meines Erachtens historisch auch nicht. Aber Sie können immer mit der multiplen Krise vorher. Ja, aber das ist eine ehrliche Analyse, aber das heisst ja nicht, dass wir wegen dem gewinnen. Im Gegenteil, wenn Sie nach Europa schauen, ist jetzt gerade die Linke in einer schwierigen Position. Brutal. Spanien, Griechenland, andere, Deutschland auch. Also die Krise hat einen mindestens konservativ bis reaktionär bis darüber aus die Tendenz. Immer wieder. Das ist die natürliche Reaktion offenbar ist, sich abschotzen, schützen. Und das wird anderen Kräften zugerechnet als uns oftmals. Das glaube ich nicht. Das Zweite ist, was heisst ausschlachten? Also, ich stelle fest, dass wir die Bankenkrise das so beschrieben haben, wie sie jetzt gekommen ist. Etc. Mir geht es nicht um die Elektoral auszuschlachten, glaube ich nicht. Für das ist die Schweiz stabil. Die Hoffnung ist, dass wir das mal jetzt wirklich nicht wie 08 mit der Pseudoregulierung, sondern mit der richtigen Regulierung auskommen. Mhm. Die SVP und die FDP wollen zusammenspannen in vielen Kantonen mit Listenverbindungen. Sind Sie irgendwie mal beunruhigt? Nein. Also, die Fresien ist zurückgeht in ein Stockholm-Syndrom von der Abhängigkeit. Ja, das war von der SVP, das sehen wir in der Migrationspolitik und jetzt auch bei den Wahlen. Mit dem haben wir gerechnet. Ja, aber auch bei anderen Themen ist es nicht der Fall. Wo denn zum Beispiel? Ja, Neutralität zum Beispiel. Also, das ist vor allem eine öffentliche Bekanntgabe. Substanziell lehnt man ja dann relativ alles ab, was eine reale Solidarität mit der Ukraine wäre. Ja, das nein. Thierry Burkhardt hat einen Vorschlag gemacht, der dann auch, glaube ich, auch euch gescheitert ist, oder im Ständerat. Richtig im Kopf haben. Ja gut, das hat einfach nichts mit der Ukraine zu tun gehabt. Das war der Versuch, die Ukraine zu missbrauchen für eine allgemeine Lockerung von der Waffenexport. Wir sind ja die jetzt einen Vorschlag machen, mit dem Freisinn zusammen. In der SIK, also in der Sicherheitskommission, Sie damit wollen, man einen Weg finden kann. Sie wollen letztlich können die Möglichkeit, so Waffen weiterzuliefern, wenn der UNO-Sicherheitsrat oder zwei Drittel von der UNO-Generalversammlung. Ja. Da gibt es natürlich Widerstand, dann machen wir uns abhängig von einem UNO-Gremium. Das ist schon richtig. Das ist die einzige legitime internationale Instanz. Die ist nicht perfekt. Bin ich völlig bei Ihnen. Aber das ist die einzige halbwegs legitimierte Instanz, die über die Frage von einem gerechtfertigten Verteidigungskrieg, was zweifellos in der Ukraine der Fall ist, kann urteilen. Sie wollen einfach auf keinen Fall, dass die Rüstungsindustrie von der neuen Regelung profitiert. Ja, also natürlich. Sie sind gegen die Schweizer Rüstungsindustrie? Ich glaube, weil Sie gegen die Armee sind? Oder? Nein, ich glaube, es gibt im Kern einen Widerspruch zwischen einer expansiven Rüstungsindustrie und einem real neutralen Land im positiven Sinn, wo ich ja daran festhalten würde. Meine Neutralität hat drei Dimensionen. Es ist eine politische Neutralität, heisst immer auf der Seite des Völkerrechts stehen. Es gibt eine ökonomische Neutralität, das heisst nicht der Ort sein, wo man völkerrechtswidrige Staatsprojekte finanzieren kann, beispielsweise Russland. Und drittens militärisch bündnisfrei bleiben, auf beide Seiten. Und eine expandierende Kriegsmaterialindustrie, die nach Saudi-Arabien liefern, widerspricht dieser positiven Konzeption von Neutralität. Und gleich brauchen wir eine für die Schweizer Armee vielleicht? Eine minimale? Ja, das ist so. Und erstens wird die aber sowieso nie selbsttragend sein. Das ist sie heute schon nicht. Also warum das nicht im Europäischen Verbund machen? Das ist ja das, was die Ukraine zeigt. Die Schweiz als der Verteidigungsfall ist, auch wenn wir müssen dazu lehnen, offensichtlich ja nicht mehr ein nationaler in der Schweiz, sondern es ist ein europäischer. Stichwort Europäischer Verbund, ganz kurz. Aber es ist cool, dass man das mit Ihnen machen kann, über Themen reden, die wir nicht abgemacht haben, nämlich die EU-Frage. Ja. Ich meine, die Forderung der Gewerkschaften, wo ich davon ausgehe, dass sie die toll finden, Pflicht zu Gesamtarbeitsverträgen mit Mindestlöhnen und so weiter, Sanktionen und so weiter, das sind ja die Latte ist so wahnsinnig hoch gesetzt, dass man wieder nichts machen kann. Nein, die Latte ist ein völlig europäischer Durchschnitt. Es gibt in Europa eine europäische Mindestlohnrichtlinie, wo übrigens 80% Gewerkschaftsabdeckung hat. Das ist weit weg von der Schweizer Realität. Wir sind etwa bei 50. Ja, bei der Hälfte ungefähr mit Mindestlöhnen. Zumindest, wo wir jetzt drin sind. Wo übrigens alle auch besser jetzt durch die Inflation gekommen sind, überall, wo kollektiv die Löhne verhandelt worden sind. Die Lohnerhöhungen besser gewesen als in den anderen Branchen.
die Inflation ist auch höher. Ob das auf alle Branchen zutrifft, bin ich nicht sicher, aber es sind sicher tendenziell inflationäre Branchen, die besser abgedeckt sind. Das ist richtig. Und das ist klar. Also, wobei das gewerkschaftliche Papier auch sehr interessant ist. Es gibt auch Angebote. Also, dort ist zum Beispiel die 8-Tage-Regelung, die man immer darüber gestritten hat, die ich nie so wichtig gefunden habe, beim AFA. Das erste Mal schwarz auf weiß, man ist bereit, über die zu diskutieren. Auf 4 oder 5 Tage. So. Genau. Die Unionsbürgerrichtlinie steht zur Disposition. Und es ist ein klares Bekenntnis, für dem Verhandlungsmandat. Die Gewerkschaften sagen einfach nicht unter Preisgabe vom Lohnschutz. Und das meine ich aus völlig proeuropäischer Perspektive. Das ist auch richtig. Wenn sie den Lohnschutz aufgeben, dann haben sie dem Land nach 5 Jahren Abstimmung über Personenfreizügigkeit gekündigt. That's it. Mhm. Das ist halt natürlich, weil Personenfreizügigkeit ein Problem ist für ein Land, das derart hohe Löhne hat und derart einen ausgebauten Sozialstaat. Auch nach, neben grossen Vorteilen also, auch gewisse Risiken mit sich bringt. Würde ganz ich brutal. Und zwar für Leute, die nicht viel verdienen, das muss man einfach mal sagen. Für die Branche, das stimmt eben nicht einmal mehr. Das ist zum Beispiel auch in ja, Branchen also, wieder. Durchaus auch für. Ja, ja, genau. Gut, also alles was nicht unbedingt geografisch gebunden ist ja. Oder was erreichbar ist, was sie über Entsendungen lösen kann, hat ein Missbrauchspotenzial. Mhm. Das ist so. Auf bürgerlicher Seite, so Wirtschaftsmoment gehört man, auf das können wir nie eingehen. Das heisst, wir kommen in der EU-Frage können wir nicht weiter. Mir ist es, finde es vollkommen okay, weil es nicht dringend nötig ist. Aber ja, für Ihre EU-Turboflügel ist das schwierig. Nein, wir sagen ja, wir haben uns ja in der Partei eigentlich auch geeinigt auf ein Programm, das meine ich jetzt recht überkommt. Und wir gesagt haben, man muss das in 2 Etappen machen. Wir brauchen ein Interimsabkommen, das sagt, wir schlagen der Europäischen Union eine Verstetigung von der Kohäsionszahlung, also einen Beitrag an solidarischen Aufbauprojekte, insbesondere im Osten im Süden, im Austausch gegen die Aufgabe von der Blockade bei Horizon, die ich nicht gerechtfertigt finde von der Kommission. Sage ich auch immer. Und erst dann kümmert sich um die schwierigen Fragen. Aber der Bundesrat hat sich entschieden, nein, mit den Fragen, die wir schon gescheitert sind beim Rahmenabkommen, gehen wir jetzt wieder voll in die Wand. Das habe ich von Anfang an nicht verstanden, die Strategie. Und die erweist sich jetzt als Überraschung, Überraschung, schwieriger als gedacht. Voll bei Ihnen. Haben Sie das Gefühl, der Fahrplan vom Bundesrat funktioniert? Verhandlungsmandat irgendwie nach der Wahl, das ist auch ein Bubentrickli, und dann bis im Juni 2024 irgendwie ein Abkommen? Mutig, ich würde so sagen. Aber wenn. Mutig, Sie haben es vorhin richtig gesagt, der Ball liegt bei den Arbeitgebern. Also, dass die Einsicht. Ja, aber die wird, können ja das nicht. Also, wieso? Sie verkaufen am Schluss den liberalen Arbeitsmarkt, der dafür sorgt, dass man tiefe Arbeitslosigkeit, insbesondere bei Jugendlichen, hat. Nein, das ist eine Hypothese, die ich jetzt zum Beispiel mit der Einführung von Mindestlohn in Deutschland nicht aufrechterhalte, dass der Mindestlohn eine negative Beschäftigungswirkung hat. Übrigens auch in den 5 Kantonen, die Mindestlohn haben, entsprechend nicht. Also das ist eher Voodoo-Liberalismus, würde ich behaupten. Und das war ja das Erfolgsrezept von den 90er Jahren. Der Deal war immer, die Sozialdemokratie akzeptiert die Marktöffnung, die Liberalen akzeptieren den Ausbau vom Sozialstaat und den Schutz der Arbeitsbedingungen. Und gekündigt hat der liberale Teil den Deal, nicht mehr. Und es geht ja nur darum, um die Frage. Ja, haben immer mehr gefordert. Also, es ist also immer mehr. Also banale Sachen. Eben, nein. GAF-Pflicht, obwohl niemand in einer Branche organisiert ist. Das ist ja verrückt. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben heute immer noch die Quoren, die sehr, sehr hoch sind. Die wollen man aber weg haben. Ja, natürlich. Die müssen auf ein Niveau haben. Das aber ist eine Rettung vom Businessmodell der Gewerkschaften, die keine Mitglieder mehr haben. Das ist ein Nachvollzug von einer Veränderung in der ökonomischen Struktur, weil es viel schwieriger ist, in gewissen, zum Beispiel die Dienstleistungsbranchen, Leute zu organisieren, als früher in einem Industriebetrieb, wo sie eins dort hatten. Die Leute wollen nicht Mitglied sein bei den Gewerkschaften. Sie wollen sie zwingen zum Zahlen. Wenn sie von einer Dienstleistung profitieren, das ist ja wie Steuern, dann sollen sie auch zahlen. Ja, das ist auch richtig. Wenn es einen ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag gibt, dann, das ist das Problem, Freeriding-Problem. Dann müssen sie mit mir einverstanden sein, dass das zwingen, nicht. Die wollen vielleicht nicht davon profitieren. Aber man will sie via Staat, wenn man sie zwingen. Das ist die Schaffung von einem staatlichen Monopol. Überhaupt nicht. Es gibt übrigens auch viele Branchen, wo das Problem das Arbeitgeberquorum ist, weil die Arbeitgeber es nicht schaffen, sich zu einem Verband zusammenzuschliessen. Ja, das verstehe ich auch. Auch dort ist der Zwang falsch. Also letztlich ist da eine Kollusionsgefahr zwischen den Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und wo alle anderen, und die müssen die Leute nicht mehr überzeugen, freiwillig Mitgliederbeiträge zu zahlen, sondern man kann einfach kassieren. Nein, das geht nicht ums Kassieren. Es geht darum, dass man sagt, man will nicht, dass sich der vernünftige Teil von der Arbeitgeberschaft zu einer GAV zusammenschließt und dann dampft wird von Leuten, die sich an die Realität nicht halten. Die Wahrheit der Realität ist einfach, wir kommen in eine Phase, und meine These ist, das geht nicht so schnell weg, wo wir eine höhere Inflation haben als in den letzten Jahren, wo die Lebenshaltungskosten, Miete, Krankenkassenprämie werden weiter ansteigen. Es kommen Pflegekosten auf die Leute zu. Wir sind in härtigen Lohnverhandlungen, die knapp die Inflation ausgleichen, zum Teil gar nicht. Jetzt können sie einfach, entweder kann man das in Kauf nehmen, und das bedeutet nichts anderes als eine krasse Umverteilung von unten nach oben.
Oder man kann im System etwas ändern, wo man gesellschaftlichen Reichtum anders verteilt. Und da sind, müsste Ihnen als Liberale GAVs lieber sein als eine hochgradige staatliche Umverteilung. Wir wollen lieber einen liberalen Arbeitsmarkt, der dann dazu führt, dass die Löhne aufgehen. Oder? Weil die Nachfrage so gross ist. Aber das ist ja eine extrem antiliberale Position. Weil der zentrale Effekt von einem liberalen, warenförmigen Marktsystem ist ja die Konkurrenz auf dem Preis. Genau, eben auf dem Lohn. Ja, aber dann muss er ja runter, nach Ihrer Logik, nicht rauf. Nein, wenn die Preise raufgehen, wenn wir Inflation haben und Fachkräftemangel, dann sollten die Löhne rauf. Jetzt gehen die Löhne nicht rauf. Da gibt es verschiedene Thesen. Sind sicher wieder die Liberalen nicht schuld? Die Liberalen sind nie schuld. Eben, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Es ist ja die unsichtbare Hand. Es ist ja die unsichtbare Hand. Es ist wie die unbefleckte Empfängnis. Ja, ungefähr, ja. Also, ein bisschen weniger theologisch, aber... Nein, aber das zeigt, dass der Arbeitsmarkt kein Markt ist. Natürlich ist er ein Markt. Also, er ist überreguliert, schon bereits jetzt ist er überreguliert. Nein, man kann ja die Löhne... Das ist übrigens im Care, in der Care. Orange, oder? Man erfindet jetzt neue Begriffe zum Scheitern vom Arbeitsmarkt nicht müssen, also wo man modern müssen zugeben. Was für Begriffe? Ja, plötzlich heißt es Fachkräftemangel. Nicht Fachkräftemangel. Die Firmen sind nicht bereit, den Leuten die Konditionen zu bieten, wo sie bereit sind, noch zu arbeiten. Die Arbeitszeiten müssen runter, die Löhne müssen rauf, die familienexternen Dienstleistungen müssen bezahlt werden. Es muss attraktiver werden. Das hat nicht mit Fachkräftemangel zu tun, hat mit dem Unwillen der Unternehmen zu tun. Wenn man weniger Regulierung hätte, dann würde es auch raufgehen. Oder? Ich meine, in vielen Branchen ist es... Loud Quitting finde ich übrigens noch besser. Loud Quitting finde ich noch besser. Was ist das? Wenn Sie das nicht gehört, das ist jetzt eine neue Erfindung. Loud Quitting ist, wenn man seinem Chef oder seiner Chefin deutlich sagt, dass man mit dem Lohn nicht einverstanden ist und geht. Weil man das ist eine sozialdemokratische Bewegung. Das wäre ja mal. Ja. Aber jetzt, wo es endlich mal umgekehrt ist, wo einmal die Lohnabhängigen in der Verhandlungsposition sind, erfindet man wirklich Orwellsch Begriff nach Begriff, um nicht müssen zugeben. Aber das Loud Quitting finde ich auch gut. Wenn jemand nicht zufrieden ist, er soll gehen. Ja, wenn es endlich mal möglich ist. Aber das Problem ist ja, dass es oft reguliert ist. Gerade in dem Bereich, wo es boomt, im Gesundheitswesen, wo man dringend Leute braucht, im Pflegeheim und so weiter, auch im ganzen staatlichen Bereich, dort sind ja die Löhne einfach so fix. Dort können sie nicht raufgehen. Dort muss vor allem die Arbeitsbedingungen... Es gibt auch Teile, wo die Löhne das Problem sind, aber in vielen Teilen der Pflege ist ja vor allem die Arbeitsbedingungen das Problem. Darum gehen die Leute früher vor der Pensionierung, weil sie schlicht körperlich nicht mehr arbeiten. Das heisst, sie müssen mit der Arbeitszeit... Weil sie die Administration nicht mehr arbeiten, weil sie sich nicht mehr können das machen. Das auch, weil es viel Bürokratie hat. Gut. Aber es ist unter anderem, wie man versucht hat, einen Pseudomarkt zu installieren, durch ganz komplizierte Abrechnungssysteme, wo schlicht und ergreifend der Realität des Pflegealltags nicht entsprechen. Das ist höchstens ein Pseudomarkt. Aber Administration ist nie ein Markt. Der Markt führt immer... Also der Grund, dass der Staat sich in den letzten 200 Jahren so ausgedehnt hat, ist unter anderem, weil der Markt immer mehr Regulierung nach sich zieht. Jeder Bereich, wo sie einen sogenannten Markt einführen, muss re-reguliert werden, das Teufel so rum. Weil es Politiker gibt wie Sie, die das fordern. Es ist eigentlich nicht nötig, die Regulierung. Ja. Dann haben Sie, was haben Sie da? Dann sind wir in El Salvador. Ein Kollege Bukolele. Das ist dann ein unregulierter Libertarismus. Ja, ja, ich kenne jetzt El Salvador nicht. Und der Wein ist aus dem Wallis. Ich habe aber immer beim Wallis. Merci vielmals fürs Gespräch. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann drücken Sie einen Daumen nach oben, empfehlen Sie es weiter und abonnieren Sie den Kanal. In einer Woche sind wir wieder da für das nächste Gespräch. Merci fürs Zuschauen. Gute Zeit.